Noch 15 Tage bis Ostern. Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbricht. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So steht es im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Das war genau die Bibelstelle, die dran war als Predigttext, als ich zum ersten Mal überhaupt in der Landeskirche auf der Kanzel gestanden habe, als Praktikant. Dieser Text geht seitdem viele Jahre mit mir und so schauen wir uns heute den Timotheus an. Im Gegensatz zu Junia von gestern wissen wir total viel über diesen Timotheus. Wir wissen, er war der Sohn eines griechischen Vaters und einer jüdischen Mutter, mit Namen Eunike. Sogar der Name der frommen Großmutter Lois ist uns überliefert. Er lebte in Lystra, einer Stadt, die heute in der Türkei liegt. Dort ist er wahrscheinlich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem auferstandenen Herrn, mit unserem Herrn Jesus Christus. Er begleitet dann den Paulus auf Missionsreisen und der Timotheus wird im Laufe der Zeit ein guter und enger Vertrauter des Paulus. In seinem Auftrag besucht er allein Gemeinden, zum Beispiel um Nachrichten zu überbringen und natürlich um das Evangelium weiterzuerzählen. Und wenn wir so die Briefe des Paulus lesen, dann merken wir, dieser Timotheus, obwohl er in der zweiten Generation der Christen war, er hatte Feuer. Er hatte das Feuer des Heiligen Geistes. Es war bei weitem nicht erloschen. Er war dafür bereit, anspruchsvolle und auch gefährliche Reisen zu übernehmen. Er wurde zu einem wichtigen Leiter und trug später Verantwortung für große Gemeinden seiner Zeit, wie zum Beispiel Ephesus. In manchen Briefen des Paulus finden wir den Timotheus als Co-Autor genannt und zwei Briefe, die an ihn direkt adressiert worden sind. Briefe, sowas wie ein Vermächtnis des Paulus an seinen jungen Mitstreiter, sowas wie eine Staffelstabübergabe. Wir wissen zwar nicht, wie alt er genau war, aber Paulus erinnert ihn an die Kraft des Heiligen Geistes, die in ihm wohnt. Und ermutigt ihn weiter, seinen Weg im Vertrauen auf Jesus weiterzugehen und sich nicht irre machen zu lassen von irgendwelchen herabschätzenden Äußerungen wohlmeinender Mitchristen, sondern darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist selbst ihm immer wieder neu Kraft und Mut schenkt und Ausdauer. Und so bitte ich dich, nutze heute die 15 Minuten, um Jesus die Dinge abzuladen, die dir Sorge bereiten. Was ist das? Sprech mit ihm und lies aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Einen gesegneten Tag wünsche ich.